alias Philipp Haas von InvestorSearch TV. Und in diesem Video möchte ich ein bisschen der Frage nachgehen, wie weit der Dollar noch steigen kann oder ob er zu teuer ist. Aber kurz vorweg natürlich, Währungsschwankungen, das kann keiner so wirklich prognostizieren. Ich glaube, es gibt auch keinen, der nur mit Währung irgendwie reich geworden ist mit dem Trading, weil es einfach sehr, sehr viele Faktoren dazu gibt. Aber ich möchte ein paar Gedanken teilen, denn der starke Dollar ist sicherlich neben der Fed und dem Krieg das bestimmt ein Thema im Investmentjahr 2022. Und der sorgt halt auch für Probleme, die vielleicht die Amerikaner auch ein bisschen ignorieren oder unterschätzen in der Welt. Ne? Weil zum Beispiel der Ölpreis ist ja gar nicht so hoch in Dollar, ja? Aber wenn halt der US-Dollar sehr, sehr stark ist, dann ist das Tanken für uns halt in Europa deutlich teurer, als es für die Amerikaner im Verhältnis ist. Und es sorgt halt auch für viele Probleme, weil halt dann auch andere Zentralbanken die Zinsen erhöhen müssen oder Länder, die in US-Dollar verschuldet sind, denen ihre Schulden werden dann teurer. Deswegen sind zum Beispiel oft halt Schwellenländer eher belastet, wenn der Dollar stark ist. Auf der anderen Seite, wenn ich Rohstoffe exportiere, die in Dollar notieren, profitieren sie davon auch wieder so ein bisschen. Und es ist schon extrem, wie stark der Dollar halt geworden ist in so kurzer Zeit. Und wenn wir auch noch dazu kommen, der Hauptgrund sind natürlich die Zinsen. Jetzt wir als Privathaushalt haben normalerweise kein US-Dollar-Konto, wo wir dann unsere Euros umtauschen. Die großen globalen Investoren oder auch ein Fonds zum Beispiel, allerdings schon. Ne? Also zum Beispiel in meinem Fonds gibt es ein US-Dollar-Konto, ein Euro-Konto. Man könnte auch noch mehr Konten aufmachen. Aber das ist schon Standard, dass man zumindest ein US-Dollar-Konto hat. Und wenn es da natürlich mehr Zinsen gibt und gerade in der Phase, als in Europa noch Negativzinsen waren, haben natürlich viele das erstmal umgewandelt. Dadurch steigt die Nachfrage nach US-Dollar und dadurch steigt der US-Dollar-Kurs. Das ist allerdings aber nur die eine Teil der Wahrheit. Gibt es halt viele verschiedene Sachen und man darf halt auch nicht den eigentlichen Wert des US-Dollars halt überschätzen, na, weil irgendwann wird halt auch der starke US-Dollar auch für die Amerikaner zum Problem, weil natürlich die eigene Wirtschaft da weniger wettbewerbsfähig ist. Die Amerikaner können es halt relativ gut abfedern, weil sie so einen großen, starken Binnenmarkt haben. Es gibt viele Firmen, die einfach nur US-Dollar-Kosten und US-Dollar-Umsätze haben. Und anders als die Europäer haben sie halt auch eine eigene Energiewirtschaft. Das ist der große strategische Nachteil, den wir aktuell haben, was wir, sag ich mal, bewusst auch aufgegeben haben und uns eigentlich da antistrategisch verhalten haben. Man muss ja nicht Öl sein, aber zum Verhältnis zum Beispiel Atomkraftwerke, wenn wir halt unser Gas, unsere Kohle etc. importieren müssen, dann ist es da ein Nachteil, ja, wenn man mehr auf Handel angewiesen ist. Und Deutschland ist natürlich auch noch mehr eine Exportnation. Ne? Also da könnte es natürlich dann auch helfen, wenn der Euro sehr, sehr schwach ist, wenn ich halt viele US-Dollar-Umsätze habe, aber Euro-Kosten, dann hilft es der Wirtschaft wieder. Normal dämpft es das dann so ein bisschen wieder. Aber schauen wir uns mal die Charts an. Wir sehen hier den ganz langen Chart US-Dollar zu Euro. Und davor war das so ein und sagen wir Euro-Korb, denn Euro gibt es ja noch nicht so lange. Und wir sehen zumindest, wir sind jetzt auf dem Tiefpunkt, also ein Dollar ist mehr wert als ein Euro, habe ich, glaube ich, noch nie so richtig erlebt, außer halt ganz am Anfang. Und dann wurde der Euro halt auch sehr, sehr stark bis zur Finanzkrise 2008, weil als Südeuropa halt auch stark waren, so Spanien etc., die Banken, und seitdem hat sich das ein bisschen gedreht und vor allem halt in diesem Jahr ist es halt 18%. Für eine Aktie klingt das jetzt nicht viel, aber es bedeutet theoretisch, dass die gesamte Wirtschaft von Europa 18% weniger wert ist. Noch dramatischer ist es zum Beispiel im Pfund, da sind sogar 22%, was das Pfund auf ein Jahressicht verloren haben, und da haben wir fast die Parität erreicht, also dass ein Pfund auch ein Dollar wert ist. Ja, das war früher anders. Ja. Also das ist vor allem auch historisch, sind wir da in der Nähe der Höchststände von 85. Da werde ich auch gleich noch dazu kommen. Und der Grund, wie gesagt, sind halt diese Zinsen, die in der USA höher sind. Hier sieht man eine schöne Übersicht.
USA ist 3,2% aktuell, wird wahrscheinlich nochmal einen Tick hochgehen. Ja, im Euroraum ist halt nur 1,2. Und wenn man das halt jetzt extrapoliert und glaubt, dieser Unterschied wird für 10 Jahre Bestand haben, dann macht es vielleicht halt Sinn, dass der US-Dollar dann 10-20% höher bewertet ist, weil ich halt einfach diese Zinsen bekomme. Dazu ist halt dann noch auch die Angst von der Inflation. Und wenn ich halt eine Weichwährung wäre, wie zum Beispiel Argentinien es der Fall ist, da tun die Leute immer sofort, wenn sie ein bisschen was gespart haben, das in harte Währungen, früher auch noch den Euro oder US-Dollar umtauschen, weil das halt dann seinen Wert behält, während halt, sag ich mal, der argentinische Peso, ich mir halt dann nichts mehr kaufen kann. Das heißt, die Inflation ist da wahrscheinlich ähnlich hoch oder sogar höher. Und das ist halt ein bisschen die Angst, dass ich halt nie mein Geld in solche Währungen anlege. Ne? Es gab mal den Spruch, man soll immer die Währung verkaufen von Ländern, wo man das Hahnwasser nicht trinken kann. Ja? Auch besonders Japan hat immer noch negative Zinsen. Also die verfolgen eine ganz andere Strategie. Und das ist ein bisschen besonders, weil in den letzten 20 Jahren gegen die Zentralbanken, zumindest die wichtigen, ja, das ist Euro, Japan, USA und auch ein bisschen China, die haben übrigens höhere Zinsen und die können eher senken, also die sind in einem anderen Zyklus, haben sich ein bisschen parallel entwickelt und das ist jetzt auch ein bisschen anders. Auch zum Beispiel der japanische Yen hat jetzt das Hoch oder das Tief von 98 durchbrochen, weil sie halt noch, sag ich mal, weicher aufgestellt sind als der Euro. Hier sehen wir 28% Wertverlust. Ja, und Japan hat natürlich auch eine ganz gute Exportwirtschaft. Und das hilft ihnen natürlich, wenn die eigenen Kosten runtergehen. Die Inflation war ja lange nicht da. Das wäre ein Problem in Japan. Deswegen wollen die auch wirklich halt mal Inflation erzielen. Und es gibt aber halt, wie gesagt, auch den fundamentalen Wert einer Währung, dass ich mir halt, wenn ich die Währung umtausche, ungefähr ähnlich viel für kaufen kann. Gibt es verschiedene Berechnungen. Es gibt ja einerseits das BIP, ja, Bruttoinlandsprodukt, nach Dollar oder nach Kaufkraftparität. Ein einfacher Index, den man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren kann, sollte, wäre der Big Mac Index vom Economist. Ja, und hier sind die Zahlen vom Juli 22. Also seitdem hat sich das eher verstärkt. Und da gibt es den normalen Index und darin sehen wir halt die typischen Krisenwährungen, Schweizer Franken, norwegische Krone, sie sind überbewertet. Jeder, der da schon mal irgendwie im Restaurant essen war, weiß das, dass die Sachen dort halt doppelt so viel kosten. Das heißt, selbst wenn ich jetzt 50% in dem Land mehr verdiene, heißt das nicht, dass ich davon dann halt so viel besser lebe. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, sollte man das auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ganz langfristig sich das ein bisschen angleichen sollte. Auf der anderen Seite, das heißt, der Big Mac Index ist natürlich auch normal, dass Big Mac in Argentinien weniger kosten sollte als in den USA, weil natürlich auch generell das Lohnniveau und das, sag ich mal, der Reichtum des Landes anders ist. Ne? Alles ist dann so ein bisschen günstiger. Und wir sehen hier die verschiedenen Zahlen, wenn wir runtergehen. Und was wirklich halt interessant ist, Japan hier mit 45% unterbewertet. Ne? Dass irgendwelche solche Länder wie Indonesien oder Ägypten unterbewertet sind, das ist normal. Aber das kann natürlich dann auch eine Chance sein als Investor, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt noch Euro habe, ja, ich komme aus dem Euro-Raum oder natürlich noch besser aus dem US-Raum, dann kaufe ich mir vielleicht eher japanische Aktien und weniger Schweizer Aktien. Ja. Wobei auch wieder ganz wichtig der Hinweis, das gilt natürlich nur für Aktien, die eine starke Binnenwirtschaft haben. Ne. Sag ich mal, das Problem in Anführungsstrichen ja bei den großen Tech-Firmen ist, ja, da ist ja das US-Dollar-Geschäft 30, 40, 50, 60%. Also die Kosten sind eher in US-Dollar und die haben mehr Einnahmen, aber relativ in anderen Währungen wie Euro. Das heißt, da ist der starke US-Dollar halt ein Nachteil. Ja? Auf der anderen Seite ist es bei Firmen halt aus Europa mit US-Dollar-Exposure und Euro-Kosten ein Vorteil. Und man kann diesen Index jetzt auch noch an die Wirtschaft anpassen und wie gesagt, da sieht es jetzt noch gar nicht so dramatisch aus. Und das Interessante ist, zum Juli nach Kaufkraft angepasst oder nach wirtschaftlicher Stärke war der Euro sogar noch überbewertet. Also fundamental anders, als man es vielleicht auf den ersten Blick hätte vermuten würde, gab es da jetzt noch keine Unterbewertung des Euros,
Seitdem hat es aber noch ein paar Prozent aufgeholt, ne? Und ich würde auch sagen, die nehmen halt die gesamte Euro-Gegend. Das ist wahrscheinlich in Deutschland auch ein bisschen anders und hier auch Japan sehr, sehr stark unterbewertet. Jetzt, warum erhebt die amerikanische Zentralbank so stark die Zinsen? Ja, um die Inflation zu bekämpfen, wobei sie meiner Meinung nach da halt ein bisschen einen Fehler macht, da die Inflation halt viel auch aus kurzfristigen Effekten wie dem Krieg und Corona kommt und nicht wie in den 70ern sich über 10, 15 Jahre durch linke Politik auch aufgebaut hat und auch die demografische Entwicklung ein bisschen anders ist. Und auch noch ein ganz entspannender Hinweis, also vielleicht auch von der Historie, die Inflation war dann in den USA relativ hoch. Und dann haben sie halt wirklich stark die Zinsen erhöht in zweistelligen Bereich. Und dadurch ist natürlich der US-Dollar stark geworden. Das haben wir hier in den 80ern gesehen. Ja, und dann wurde er irgendwie so stark, dass es dann auch gegenüber der D-Mark auch politischen Gegenwind gab. Ja, und dann ist er aber auch stark wieder runtergekommen. Und wenn man hier jetzt eingestiegen wäre in den Aktienmarkt, so Mitte der 80er, Anfang der 80er, wäre es halt auch sehr, sehr stark gewesen. Ja, das war ja dann die besten 20 Jahre für Aktien überhaupt. Und vielleicht auch eher der Hinweis, wenn es dann zu einem Policy Shift oder Stabilisierung kommen würde, dann kann sich halt dieser US-Dollar-Kurs, der ja wirklich jetzt hier fast schon eine Fahnenstange ist, das kann dann auch schnell wieder nach unten gehen, da die Leute dann sehen, okay, der Trend geht in die andere Richtung, ich kriege auch wieder ein bisschen Zinsen im Euro. Ja, das ist, denke ich, auch ein Argument und vor allem halt diese Unsicherheit ein bisschen weg ist. Jetzt vielleicht auch noch, was das auch natürlich dämpft, einerseits hilft natürlich eine Exportwirtschaft, eine schwache Währung. Andererseits, wenn ich halt Energie oder sowas importieren möchte, wird es dann teurer oder auch Rohstoffe und es sorgt natürlich auch für innenpolitischen Stress. Und deswegen zum Beispiel China und Japan, die haben Währungsreserven und die verkaufen jetzt die US-Dollar, die sie haben. Und das sollte es eigentlich ein bisschen dämpfen. Auf der anderen Seite, wenn sie halt US-Dollar verkaufen, sind es oft halt Bundesschatzanleihen oder US-Treasuries natürlich. Und wenn wir auf den Markt geschmissen werden, dann steigen halt nochmal mehr die Zinsen, ja, am langen Ende, da aktuell halt weniger Leute diese Staatsanleihen kaufen wollen. Ne? Die großen Staaten verkaufen das eher und natürlich die Fed tut ihr eigenes Balance Sheet senken. Das heißt, die kaufen auch diese Staatsanleihen nicht mehr nach. Was ist jetzt das Fazit dazu? Es gibt natürlich weitere Argumente, dass der Dollar irgendwie stärker wird, vor allem diese höheren Zinsen, wobei wir da wahrscheinlich am Ende des Zinszyklus sind. Ne? Also ich glaube, die Inflationsdaten, da sind viele Lagging, das wird sich ja stabilisieren. Und der Dollar ist halt auch so ein Safe-Haven-Asset. Das heißt, immer wenn Stress gibt, dann kaufen die Leute das Liquideste und gehen in den US-Dollar. Und was natürlich auch immer so eine Rolle spielt, ist dann Momentum-Trading. Ne? Was steigt, kaufen die Leute dann mehr. Es gibt aber, denke ich, auch Argumente, was es dann dämpfen würde. Ne? Denn der Dollar ist doch jetzt schon fundamental überbewertet zu vielen Ländern. Vielleicht noch gar nicht so stark zum Euro, aber zum Beispiel zu Japan oder China, was ja auch wichtige Partner sind. Und diese Firmen oder diese Länder verkaufen dann auch erst US-Dollar und der politische Gegenwind nimmt zu. Die UN hat schon gesagt, das sorgt für Stress. Und ich glaube, das unterschätzen die Amerikaner ein bisschen, wenn halt dann noch mehr Länder Probleme bekommen. Ja, wir haben es zuletzt in England gesehen, da musste die Zentralbank einschreiten, weil irgendwie Pensionskassen vor der Pleite standen. Und das kann halt tatsächlich auch im US-Dollar passieren. Ne? Und wenn dann diese Wende kommt, dann geht es schnell, wie wir es in den 80ern gesehen haben. Ich denke, der faire Kurs aktuell ist vielleicht 1,10 und nicht 0,97. Ist langfristig Mittel, war eher so 1,20. Jetzt kann man schon sagen, der Euro ist sicherlich ein bisschen schwächer von der Zinspolitik als US-Dollar. Muss man ein bisschen Abstand nehmen. Aber und ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Ne? Also viele Immobilien in Amerika sind noch relativ günstig, irgendwie mit $500,000 in der Pampa. Auf der anderen Seite sind halt Löhne in New York, San Francisco mit irgendwie $300,000 für irgendeinen normalen Programmierer. So was gibt es halt in Europa nicht. Ne? Und da werden dann auch viele Firmen das vielleicht dann shiften. Was ist eure Meinung dazu? Wie weit geht es noch? Ich glaube, gerade wenn halt in Headline-News das viel ist, dann sind wir da oft auch am Ende. Jetzt ist, glaube ich, zu spät, in den US-Dollar-Raum reinzugehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.